Hier präsentieren wir oben 5 beste Skateboard-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das Strasser Classic von Globo ist ein relativ teures, dafür aber auch qualitativ sehr hochwertiges Cruiserboard. Mit Globo steht eine renommierte Marke dahinter, die schon seit vielen Jahren am Skateboard-Geschäft beteiligt ist. Das Deck besteht aus hochwertigem, siebenlagigem Ahorn. Da es ein Original-Globe-Deck ist, kann man auch von einer exzellenten Verarbeitung ausgehen. Das Deck hält relativ viel aus, sollte aber, wie auch die meisten anderen Boards, nur von Menschen mit einem Gewicht von bis zu höchstens 100 Kilogramm genutzt werden. Nummer 4. Das Deck ist 44 Zoll lang, 9 Zoll breit und in der Bindform gebaut. Es ist damit ziemlich lang, normal breit und erinnert von der Form her an ein Surfboard. Beim Fahren rollt es sehr laufruhig vor sich hin und bietet einen hervorragenden Stand. Es eignet sich also perfekt dafür, um lässig durch die Stadt zu cruisen. Für schnelle Downhill-Touren eignet es sich eher weniger. Das Deck wurde aus 7 Lagen kanadischem Ahorn gebaut, welcher gemeinhin als das hochwertigste Deckmaterial gilt. Mit einem Gewicht bis zu ca. 90 Kilogramm kannst du das Board ohne Probleme benutzen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Das Deck ist gerade einmal 22 Zoll lang und 6 Zoll breit und damit sogar für einen Cruiser extrem klein. Auf den ersten Blick kann es einem sehr schwer vorkommen, auf diesem winzigen Brett die Balance zu halten. Es fährt sich unserer Erfahrung nach aber schon nach einer kurzen Eingewöhnungsphase überraschend gut. Die geringe Größe hat währenddessen natürlich den Vorteil, dass man das Board sehr leicht überall hin mitnehmen kann. Nummer 2. Das Yokohama Hokoro Sword Longboard hat eine Länge von 39 Zoll und ist mit einer Breite von 8,75 Zoll etwas dünner als der Durchschnitt. Das Deck besteht aus einer sehr speziellen Fiberglaskonstruktion, in der Bambus, kanadische Ahorn und Rosenholz verarbeitet wurde. Das Ergebnis ist ein relativ leichtes Deck mit sehr angenehmem Fahrgefühl. Da das Deck wenig wiegt und an beiden Enden gewölbt ist, kann man es auch für einige Tricks benutzen. Bedenke aber, dass du trotzdem noch einiges an Kraft in den Beinen brauchst, um das Board zu flippen. So leicht wie mit einem Skateboard werden dir die Tricks trotz des passenden Decks nicht fallen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Das Deck besteht aus siebenlagigem kanadischem Ahorn. Kanadischer Ahorn wird von den meisten Board-Experten als das beste Skateboard-Material angesehen. Die Qualität des Decks kann sich also sehen lassen. Das maximale Belastungsgewicht gibt der Hersteller mit 130 Kilogramm an, was extrem viel für ein Skateboard ist. Du solltest dabei bedenken, dass das Board bei so hohem Gewicht auf jeden Fall einen starken Verschleiß haben wird. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.